Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir die Greifentür geöffnet, aber wie man sieht, wir haben eine vermutlich viel schwierigere Prüfung vor uns als bei den anderen Erleuchteten. Willkommen im Flügel des Greifen! Wie ihr seht, ist der Greif selbst noch nicht wirklich bereit für ein Gespräch. Ich leiste ihm Gesellschaft, seit dem Tag, als die Bibliothek verschwand. Ich weiß nicht genau, ob er mich hören kann, aber ich spreche jeden Tag mit ihm. Was ist geschehen? Ihr hättet ihn sehen sollen. Die Flügel so weit ausgebreitet, dass er die Sonne hätte verdunkeln können. Der Greif war bereit, es mit Sheogorath persönlich aufzunehmen. Ulf Sild war es, die ihn aufgehalten und ihn hier eingefroren hatte, um ihn zu beschützen. Warum hat sie ihn eingefroren? Ulf Sild wusste, dass bei einem Kampf zwischen einem Erleuchteten und einem Daedra-Fürsten der Greif verlieren würde. Vermutlich ist er wütend auf sie. Aber ich bin dankbar. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Und jetzt seid ihr ja hier. Ja, klar, die haben ja alle eine Verbindung zu Augvea und deswegen ist er so durchgedreht, sag ich mal, und wollte es mit dem Gott aufnehmen. Was kann ich tun? Ulf Sild rief einen mächtigen Eissturm, der ihn einfror und verankerte die Magie an einem Schutzzauber, den sie hinterließ. Ihr solltet ihn genau wie die anderen Schutzzauber bannen können. Aber nur als Warnung, er könnte ein wenig verstimmt sein. Ich entschuldige mich im Voraus. Dann werde ich die Schutzzauber aufheben und den Greifen befreien. Brauchen wir nur ein bisschen mehr Platz zum Schauen. Da ist direkt der erste. Oder ist nur der eine, glaube ich. Ruhig, ruhig. Ich bin es. Wisst ihr noch? Der Fuchs. Jetzt erinnere ich mich an euch, Freund. Keine Sorge. Das hat sich nur sehr lange angestaut. Ah, oh, war das nicht die Stimme von einem aus Stadt der Uhrwerke? Die kommen mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Wie kann ich denn mit ihm sprechen? Komme ich da irgendwie hoch? Moment, komme ich hier irgendwie hoch, damit ich den auch wirklich mal ansprechen kann? Weil ich kann den nicht wirklich anvisieren. Ah, jetzt. Sterbliche, Grüße und Trotz. Mein Gefährte hat euch eindeutig ins Herz geschlossen, aber er sieht immer das Beste in anderen. Warum sollte ich meine Krallen einziehen? Ich arbeite mit einer Gruppe zusammen am Wiederaufbau der Schola. Wir haben keinen Grund zu kämpfen. Ich bin hier seit sehr langer Zeit gefangen, Sterblicher. Ich spürte nicht, wie die Zeit verging. Aber ich weiß, dass viele Jahre vergingen. Ich weiß, dass Ulf Sild tot ist. Und ich weiß, was mit Augvea geschehen ist. Augvea wurde nach Nirn zurückgebracht. Ich half Shalidor, die Insel zurückzuholen. Wahrlich, es beeindruckt mich, dass ihr den Daedra-Fürsten des Unsinns bezwungen habt. Ihr verdient die Entschuldigung dieses Erleuchteten. Mein Erwachen war nicht einfach. Einst waren meine Federn meine Rüstung. Meine Krallen schnitten Stein und mein Schnabel konnte den Himmel selbst entzweien. Ich will nur die Schola wiederherstellen und die Schriftlehre meistern. Ah, konzentriert, entschlossen. Ihr erinnert mich an Ulf Sild, aber das ist wohl zu erwarten. Gebt mir einen Augenblick, mich zu sammeln, Sterbliche. Legt die Fabel auf das Podest und wenn ihr möchtet, könnt ihr mit meinem Gefährten sprechen. Er brennt sicher auf einen Plausch. Er war ja auch ziemlich lange alleine, ne? Ich werde die Fabel platzieren und die Tür öffnen. Und vielleicht ein kleines Pläuschen halten. Ich entschuldige mich erneut dafür, dass ich die Fabel zerfetzt habe. Hoffentlich hat mein Sabber nicht die Magie zerstört. Ich wüsste nicht, was ich dann tun sollte. Vielleicht... Noch mehr Sabbern? Oh. Nein, nein, nein. Das würde nicht helfen. Ja, vor allen Dingen, wenn der Sabber die Magie zerstört hat. Kann ich euch einige Fragen stellen? Ihr wollt mir Fragen über mich stellen? Ich meine, ich bin doch nur ein kleiner Racker. Was wollt ihr denn wissen? Was darf ich euch verraten?
Seid ihr ein erleuchteter wie der Greif? Oh, ich? Nein, 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 nein. Wie könnt ihr mich nur für einen Erleuchteten halten? Die sind doch ganz anders als ich. Ich bin ein sprechender Fuchs. Deshalb frage ich ja, ob ihr ein Erleuchteter seid. Das bin ich nicht. Ich komme von einem Ort, an dem viele aussehen wie ich. Oder wie Vögel oder Rehe. Viele Wölfe. Tiefe Wälder und ein Nachthimmel, der gar nicht enden will. Das einzige Schlechte daran, manchmal erklingt das Horn der Jagd und dann müssen wir alle um unser Leben laufen. Fuchsjagd. Wie konntet ihr in die Domäne des Greifen gelangen, wenn die Tür geschlossen war? Oh, das ist ganz einfach. Ich erschnüffle mir einfach meinen Weg. Ulfsild meinte immer, meine Nase könnte einen Süßkringel in den Totenländern finden. Ich schließe einfach die Augen und vertraue meiner Schnauze. So bin ich in die Bibliothek gelangt und in die Domäne des Greifen. Kommt ihr an jeden Ort, an den ihr wollt? Nun, es gibt viele Orte, an denen ich noch nicht war. Aber wenn das Gewebe der Ebene dünn genug ist und die Fährte stark genug, dann kann ich mich hindurchschnüffeln. Das ist ziemlich praktisch, wenn man lustige kleine Dinge stehlt. Ich meine finden möchte. Mhm. Wie seid ihr und der Greif Freunde geworden? Das ist eine lustige Geschichte. Der Greif ist ein großer Held und er wollte ein paar Leute in einem kleinen Dorf beschützen. Ein Krieg tobte. Elfen kamen von Westen her. Ich war dort, weil der ansässige Bäcker dieses unglaubliche Honigbrot mit Käse machte. Ihr habt Essen gestohlen? Nein, der Bäcker und ich waren Freunde. Er hat mich hin und wieder gefüttert. Auf jeden Fall wollte ich gerade in einen Leib beißen, als ein paar Soldaten in sein Zuhause einbrachen. Ich wollte ihn beschützen, aber seht mich an. Dann flog das Dach vom Haus und der Greif steckte seinen ganzen Kopf hinein. Der Greif rettete euch also vor diesen elfischen Soldaten? Ja, ich war ihm so dankbar, dass ich ihm wochenlang Süßigkeiten und Tand brachte. So sehr er mich auch bat, das zu lassen. Irgendwann wurde ihm klar, wie praktisch es ist, einen kleinen Racker wie mich um sich zu haben. Und seitdem sind wir Freunde. Sehr praktisch, so. Okay, aber er mochte wahrscheinlich einfach nur seine Gesellschaft, nehme ich an. Nun gut. Hat er sich denn genug gesammelt, der Herr Greif? Jetzt muss ich hier erstmal wieder... Ach, sonst kann ich den wieder nicht vernünftig ansprechen. Das ist überhaupt blöd hier. So. Es ist so schön, wieder meine Glieder ausstrecken zu dürfen. Wieder tief durchzuatmen. Ich muss bald eine Runde fliegen, um diese Kälte loszuwerden. Aber zuerst müssen wir beide etwas besprechen. Was soll ich für euch tun? Herausforderungen bestehen wie für den Indrik? Die anderen Erleuchteten geben sich mit Herausforderungen ab, mit Rätseln, Firlefanz und Tändelei. Wenn ihr euch mein Vertrauen verdienen wollt, meine Stärke, dann wisset, dass man Mut braucht, um zu beschützen, um jenen ein Schild zu sein, die nicht die Kraft haben, sich selbst zu verteidigen. Ihr wollt, dass ich andere beschütze? Ich entschloss mich, eine Bastion gegen die Horden zu sein, und ich möchte euch bitten, es mir gleich zu tun. Ich werde eine Liste von Schutzaufgaben zusammenstellen. Erfüllt jene, die euch zusagen. Ich komme in der Zwischenzeit zu Kräften und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich werde einige eurer Schutzaufgaben erfüllen und zurückkehren, Greif. Die Ungerechtigkeit ruhte nicht, während ich schlief. Diese Aufgaben sind eure Zeit durchaus wert. Und während ihr fort seid, kann mir der Fuchs erzählen, was so alles passiert ist. Ich habe ihn wirklich vermisst. Oh, süß. Warum seid ihr und der Fuchs Gefährten? Er ist treu. Vielleicht sogar zu sehr. Diese Eigenschaft teilen wir. Als wir uns erstmals begegneten, versuchte er, ein Leben zu retten. Und ich
fühlte mich verpflichtet einzuschreiten. Eine weitere Kreatur, die ich beschütze, unter meine Fittiche nehme. Aber das stimmt jetzt nicht mehr. Ich würde das zwischen uns als Partnerschaft beschreiben. Wenn er irgendein Interesse daran hätte, Entscheidungen zu treffen. Er ist unheimlich schlau. Und wenn mich nicht alles täuscht, würde ich ohne ihn heute nicht mit euch sprechen. Ihr seid mir ein merkwürdiges Gespann. Ich finde, dass unsere Unterschiede uns nicht schwächen. Im Gegenteil, sie machen uns stärker. Ich bin den Schwachen ein Schild. Er unterstützt mich dabei. Und wir genießen unsere gemeinsame Zeit. Was mehr möchte man von einem Gefährten erwarten? Von einem Freund? Könnt ihr mir etwas über euch erzählen? Ich bin nicht so alt wie der Indrik, nicht so jung wie der Netsch. Ich wurde geboren aus dem Tod eines anderen, eines großen Weisen, der gegen einen furchtbaren Feind kämpfte und ihn aus dem Inneren verbannte. Ein mächtiger und wunderschöner Zauber, der ihn sein Leben kostete. Wie wurdet ihr aus Magie geboren? Zum Wirken war ein langwieriges Ritual erforderlich. Ein gewaltiger Vorrat an Magika, der Tag um Tag aufgebaut werden musste, um schließlich zu einer großen Flut zu werden. Als der Damm brach, war noch immer ein großer Vorrat übrig, der dann schließlich in mir zusammenfloss und destilliert wurde. Warum habt ihr euch dazu entschlossen, ein Greif zu sein? Elfen schnitzten schon die Form geflügelter Tiere, bevor es den Menschen überhaupt gab. Ich bin ein Symbol. Und auch wenn sie in Vergessenheit geraten, Symbole haben Bedeutung. Also bin ich der Greif. Scharfe Krallen, scharfer Schnabel, sonnenverdunkelnde Flügel, Gestalt gewordene Gerechtigkeit. Warum ist es euch so wichtig, andere zu beschützen? Die Umstände meiner Existenz sind, gelinde gesagt, merkwürdig. Aber meine Macht, meine Stärke, ist eine Gabe. Von Magnus, von Aetherius, wie es euch gefällt. Und diese Gabe kann ich ehren oder ich kann sie vergeuden. Ich entschied mich für den Weg der Ehre. Ihr fühlt euch gezwungen, so zu handeln? Ich glaube, dass es unsere Entscheidungen sind, die uns definieren. Nicht der Ort oder der Umstand unserer Geburt. Wenn ich Grausamkeit gegen Schwache sehe, wenn ich weiß, dass meine Gabe etwas bewirken kann, dann schreite ich ein. Wie könnte ich auch nicht? Ja, ich sag's mal so. Ich denke genauso. Die meisten Menschen vermutlich auch. Aber leider nicht alle. Schutzaufgaben. Schutzaufgabe der Gesundheit. Ein einst geheiligtes Land im östlichen Rift, also alles hier in Rift, wurde vom Wurmkultisten zertrampelt. Tränkt den Boden mit ihrem Blut, wenn es sein muss, aber sucht die seltene Heilpflanze Fuchswurz in dieser Region und bringt sie mir. Okay, also in ein Gebiet rein, die Leute eventuell umbringen und dann was einsammeln. Schutzaufgabe der Tiefen. Steigt in die zahlreichen Höhlen, Ruinen und Festen von Rift hinab. Erschlagt einen der beeindruckenden Widersacher, die ihre Hallen entweihen. Ich vermute, das ist dann dieser Dungeon-Boss, sag ich mal, den man machen muss, damit man das quasi abgeschlossen hat. Schutzaufgabe der Verderbnis in Städten von Rift. Verhökern verderbte Kaufleute verwässerte Tinkturen, um auf Kosten der Armeen reich zu werden. Findet einen dieser Händler und stiehlt ihren Reichtum, um einen Ausgleich zu ihrer Gier zu schaffen. Okay. Könnte komplizierter werden, weil mir jetzt so auf Anhieb kein
Händler so einfällt, der sowas machen könnte, aber das wird ja angezeigt normalerweise. Schutzaufgabe des Todes. Der Lich gehört zu den mächtigsten untoten Geschöpfen. Ach, der ist un... Ach so, der Lich. Ich dachte gerade an den Greif. Oh Gott, Schlafentzug. Er tyrannisierte die Lebenden. Oft trägt er ein geheiligtes Phylakterium bei sich, den Quell seines Unlebens. Sucht eine dieser Kreaturen auf und erschlagt sie. Nerienef oder den verrückten... Beispielsweise Kalurion Nerienef oder den verrückten Architekten. Kehrt mit einer Scherbe ihrer Macht zurück. Ernsthaft? Wir müssen dann in das Verlies rein und den umbringen? Der verrückte Architekt... Nerien-Ed heißt das, glaube ich. Aber egal. Das könnte... Ich weiß nicht, wenn man da relativ schnell hinlaufen könnte und den mal eben platt machen könnte, wäre es noch okay. Es könnte aber auch sein, dass das länger dauern würde. Schutzaufgabe der Diebe. Meine Zeit mit dem Fuchs hat mich gelehrt, wie wichtig eine schlaue Umverteilung von Reichtum ist. Die Diebesgilde bietet Hinweise auf Abenteuer, die sie Beutezüge nennt. Schließt davon zwei ab und kehrt mit zwei Edelsteinen namens Fuchsauge als Beweis zurück. Nee, definitiv nicht. Also finde ich gut, die Diebeszüge, und habe die auch relativ gerne gemacht mit dem entsprechenden Char. Also mit einer Nachtklinge ist das super, aber das ist was, was mir jetzt zu lange dauern würde auch. Schutzaufgabe der Sterne. Scherben von Aetherius sind in den falschen Händen. Gefährliche Waffen. Splitter dieser einst mächtigen Steine liegen schlummernd in uralten aleidischen Ruinen. Geht nach Cyrodiil und sucht diese Scherben in den Ruinen von Beldra Lindai und Sardavaled. Okay, das fällt dann definitiv schon mal raus. Drei müssen wir abschließen. Drei von sechs sind das dann wieder, ne? Ach, hier steht's auch. Tötet einen Gewölbeanführer in Rift. Sammelt Fuchswurz in Rift. Also das würde ich sagen, machen wir. Den Gewölbeanführer machen wir. Das mit dem Händler würde ich gerne machen, wenn das angezeigt wird. Ich bin mir nicht sicher. Gut, ich mache mich mal auf den Weg und dann schaue ich mal eben, was wo ist und wie lange das dauert. Weil unser Video natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger dauert. Oder aber, wir sprechen mit Nalia. Warum das? Der Fuchs kam vorbei und er ist die gutherzigste Person, die ich seit Jahren getroffen habe. Wer hätte gedacht, dass eine dädrische Kreatur so sein kann? Habt ihr irgendwelche Hinweise zu einer dieser Aufgaben? Es schickt sich nicht für eine Ritterin wie mich, Rat zum Geschäft der Diebesgilde zu geben. Ja. Also werde ich euch definitiv nicht sagen, dass ihr im Versteck in Abars Landung nach Beutezügen Ausschau halten sollt. Um dort an Aufträge zu gelangen, müsstet ihr schon mehr sein als eine einfache Diebin. Habe ich alles abgeschlossen, ist kein Thema, ich weiß Bescheid. Die Frage ist jetzt nur, sprecht mit euren Verbündeten. Da machen wir das noch eben. Weil ich hätte gerne einen Hinweis auf den Händler. Ich weiß nicht, ob wir den noch bekommen. Das würde mich echt interessieren. Wenn dieser Fuchs wirklich ein Freund Ulfsils war, dann hätte sie ihm doch beibringen können, dass man keine Bücher schändet. Entschuldigt, braucht ihr etwas? Habt ihr irgendwelche Hinweise zu einer dieser Aufgaben? Ich habe Gerüchte über Liche in Verliesen gehört. An Orten wie dem Krallenhort, der Krypta der Herzen oder den Kammern des Wahnsinns. Vermutlich solltet ihr da nicht allein hingehen. Aber fragt nicht mich. Ich muss dafür sorgen, dass dieser Fuchs sich nicht noch mehr Bücher schnappt. Ja, Krypta, Kammer des Wahnsinns, das, aber Kammer des Wahnsinns, Moment, der Lich ist am Ende, das würde zu lange dauern. Krallenhort kann ich mich jetzt gerade gar nicht dran erinnern, dass da ein Licht dabei war. Krypta der Herzen. Bin ich gerade am Überlegen. Auf jeden Fall war es... Ach doch, nee. Es war nicht der Endboss. Auch nicht beim zweiten Teil. Ich bin mir nicht sicher, wo da jetzt der Licht drin gewesen ist. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich habe es ja noch nicht aufgegeben. Vielleicht kriegen wir doch noch irgendwo einen Hinweis auf diesen Händler. Es freut mich, dass wir dieses Ungezieferproblem jetzt im Griff haben. Ich musste für Laren und Juliane an die furchtbarsten und staubigsten Orte kriechen.
Auf der Suche nach Ratten, Spinnen und derartigem. Genug davon. Dankeschön. Habt ihr irgendwelche Hinweise zu einer dieser Aufgaben? Lasst sie mich sehen. Ah, Cyrodiil. Wahrlich vom Krieg gebeutelt. Diese Aileiden-Ruinen sind mehr oder weniger um den Rumare-See herum verteilt. Aber egal wem was gehört, ihr werdet vermutlich feindliches Gebiet durchqueren müssen. Ich an eurer Stelle würde mich verstecken oder weglaufen, aber ihr bevorzugt es vermutlich zu kämpfen. Nee, nicht in Cyrodiil. Das ist mir echt zu nervig dort. Gut, fragen wir mal die Krähe. Sag bitte, dass du den Händler kennst. Der Fuchs hätte jederzeit von der Seite des Greifen weichen können. Aber ich frage mich, wie oft er das auch getan hat. Ihr habt heute eine gute Tat getan. Habt ihr irgendwelche Hinweise zu einer dieser Aufgaben? Verlorener Ausblick. Ja. Nein. Ich glaube, die Lande, die er meint, liegen gleich östlich von Riften. Fuchswurz ist außerordentlich selten. Ein Kraut, das in schlauer Magie verwendet wird. Ulfsild schickte oft den Fuchs los, um es zu holen. Der Geruch erinnert den Greifen wohl an sie. Was mir übrigens gerade auffällt. Theoretischerweise könnte man ja die Aufgaben auch so schon abschließen, ohne mit denen zu reden. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, wenn ihr nicht wie ich immer diesen Hinweisen jetzt gefolgt seid und das nachgefragt habt, sondern wenn ihr einfach mal drauf losgelaufen seid und das gemacht habt, ob das dann auch markiert ist. Das würde mich mal interessieren. Oder ob das erst dann markiert wird, wenn man tatsächlich mit den Leuten gesprochen hat und die dann sagen, ja, das ist da und da. So, zweiter Brief an die Magiergilde. Entwurf hat jetzt nicht direkt mit der Quest zu tun, deswegen lesen wir das jetzt nicht noch extra durch. Obwohl es schon sehr interessant ist, muss ich sagen, dass man überhaupt so viele Bücher und alles hier freischaltet immer wieder. Jetzt kriege ich wieder Schluck auf. Da ist schon wieder ein Buch. Ah! Ein Appell an die Vernunft. Da bist du bei mir falsch. Tut mir leid. Ja, brauchen wir nicht zu sagen, ne? Könnt ihr euch gerne durchlesen. Imgar, was sind denn Imgar? Kommen die noch oder hatten wir die schon? Ich bin mir nicht sicher. Juliane und ich haben gewettet, was dieses Ungeziefer wohl sein könnte. Und wir lagen beide falsch, was vermutlich das zweitbeste Ergebnis nach Recht haben ist. Brauchtet ihr meine Hilfe bei etwas? Könnt ihr mir etwas zu den Aufgaben des Greifen sagen? Ich bin für gewöhnlich kein Freund des Taschendiebstahls, aber ich kenne diese Händler in Rift. Ihr findet sie in Riften, Nimalteen und Schorsstein. Lasst sie dafür büßen, dass sie Wunder versprechen für ihre überteuerten Allheilmittel. Aber lasst euch nicht dabei erwischen. Laren, du bist mein neuer bester Freund. Vielen, vielen Dank. Ah, okay. Dann können wir jetzt endlich los und die Aufgabe erledigen. Sehr, sehr geil. Aber es wird mich trotzdem noch immer interessieren, ob wir wirklich... Schon wieder ein neues Buch. Ach, ich werde hier wirklich noch wahnsinnig mit den Büchern. Ob wir wirklich das so mit diesen Kreisen drin hätten, wenn wir nicht mit den Leuten sprechen würden. Ich meine, ich mache das jetzt sowieso für das Let's Play, aber ich muss das Ganze ja nochmal auf meinem Privataccount machen, also bei der Main. Deswegen, ich könnte es da eigentlich mal testen, aber bis ich da tatsächlich angefangen habe, bin ich, glaube ich, mit dem Let's Play schon durch. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.